Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Carvajal. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Sturridge. Herrlich gemacht. Und da wusste er überhaupt nicht mehr, was... Das muss doch Elfmeter geben. Und es gibt Elfmeter. Herr Schiedsrichter, das war eine rote Karte. Ja, zumindest dunkelgelb, aber nein, Manni hat natürlich recht. Nach einer Notbremse, so wie hier, ist rot. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Ja, so eine Chance, die lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und da kannst du auch als Profi mal weiche Knie bekommen. Er nicht. Geht er rein? Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Sturridge. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Pass nach draußen auf den Flügel. Zweikampf um den Ballbesitz. Einwurf. Sturridge. Bale. Carvajal. Kein Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne an. Gefährliche Flanke. Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Das passiert dir oft. Glänzend pariert dieser Elfmeter. Sensationell. Klare Entscheidung, Ecke. Konnte er einfach nicht kriegen. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. James Rodriguez. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Es muss Einwurf geben. Jordi Alba. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Sturridge. Suarez. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und jetzt ist alles wieder offen. Das wird jetzt aber eine kleine Diskussion mit dem Trainer nach dem Spiel. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dann guck dir das mal an. Das ist kein Torhüterspiel, was er da abliefert. Cristiano Ronaldo. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte.
Suarez. Und Achtung, genau hingeschaut. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Achtung! Schwache Füße, starke Füße, das war sein schwacher. Ja, aber das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Ein starker, schwacher Fuß, den kann man schon mal machen. Bale. Cristiano Ronaldo kämpft um den Ball. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Jordi Alba. Piqué. Bale. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Suarez. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Ein Unentschieden in der Halbzeitpause. 1:1 steht es hier. Die schenken sich nichts, aber die haben beide ungefähr gleich viel zu geben, Buschi. Und ich bin mir sicher, es gibt ein Unentschieden. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Er taumelt wieder. Freistoß. Sergio Ramos. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Sergio Ramos. Guck mal hin! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Ja, entscheidet auf Einwurf. Jordi Alba. James Rodriguez. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Achtung, lässt! Blindes Verständnis hier. Eigentlich ein gut vorgetragener Spielzug, aber dann auch gleich der Ballverlust. Hier nochmal die Balleroberung in der Wiederholung. Ganz sauber, kein Foulspiel. Und Achtung, der könnte passen. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Courage.
jetzt kämpfen sie um den Ball. Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Sturridge. Das und gehalten zunächst. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Suarez. Sieht gefährlich aus. Es muss Einwurf geben. Cristiano Ronaldo. James Rodriguez. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Gefälschter Ball und im Aus. Cristiano Ronaldo. Da springt er wie ein Springbock und die Grätsche geht ins Leere. James Rodriguez. Toll, wie er das macht. Und sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. Und jetzt. Und nochmal Eckball. Fällt jetzt der entscheidende Treffer nach diesem Eckball? Das ist die Frage. Es ist ja nicht mehr so lang. So langsam finden sie Gefallen dran. Wieder Ecke. Eckbälle hat es heute auch schon gegeben. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Achtung! Er trifft den Posten! James Rodriguez. Fehler vom Keeper. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. James Rodriguez, er sucht hier Cristiano Ronaldo. Er könnte passen! Was für eine klasse Tat! Hier gibt es einen Eckball nach dem anderen. Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Und wieder ein Fußballspiel vorbei. Der Schlusspfiff des Unparteiischen beendet die Partie. Das erste Spiel der Saison, es brachte ihnen einen Punkt. Gar nicht so schlecht und man wird natürlich versuchen, darauf jetzt aufzubauen.